Guten Morgen, jetzt ist es schon Mittag. Die Emily schläft gerade oder die Welt gerade runter und die Elena isst schon Mittagessen. Und bei mir hat gerade der Postal geläutet und hat mir endlich meine Milchpumpe gebracht. Ich habe vorher eine von der Wen gehabt, die Handpumpe. Leider ist mir die jetzt eingegangen, also der Saugmechanismus saugt nicht mehr. Daher kommt da keine Milch mehr raus und jetzt habe ich mir so eine gekauft. Also mein Freund hat sie gekauft. Und ich habe mich so gefreut, weil mir drückt das alles schon so. Und danke, Elena. Und einmal schauen, ob das jetzt dann mit einer automatischen Funktion geht. Aha, so schaut das aus. Zubehör. Okay. Und da sind schon kleine Babyfinger dabei. Okay, das ist. So schaut die aus. Waschel und so. Ah, da ist sogar Schutz oben. Da lässt man dann. Ach so, okay, da ist ein Schutz oben und da ist schon was drauf und das kann man wieder zumachen. Im Endeffekt kann ich das dann sogar mitnehmen und es ist schön verpackt. Das ist ja total toll. Gut, ja, du bist da gleich dazu, gell? Dann Elena. Auf jeden Fall werde ich jetzt waschen, herrichten und schauen, dass ich sie so schnell wie möglich benutzen kann, weil mit der Hand mache ich es jetzt im Moment noch die ganze Zeit. Und ja, mit der Hand ist es nicht so angenehm, finde ich. Also es geht schon, ich mache das meistens so unter der Dusche, aber ich muss vorher auch ein bisschen, bevor sie an die Brust kommt, Elena, du bist im Bild. Ich muss vorher auch schon, bevor sie an die Brust kommt, ein bisschen ab. Wie nennt man das? Ausdrucken im Endeffekt. Weil ich da, hey! Ausdrucken, dass sie eben nicht den ersten festen Streu schon aufkriegt, weil dann schluckt sie sich meistens und dann muss sie gar nicht mehr trinken. Gut, ich werde mich jetzt einmal damit befassen. Und schauen, was heute sonst noch passiert, aber wahrscheinlich nicht voll. Ich werde heute wahrscheinlich nichts mehr putzen oder ich nehme heute einmal nichts vor, weil gestern hat das nicht geklappt. Mittagessen noch einmal. Die Elena hat zwar schon, wie viel Platz sind jetzt gestern? Ganz ein bisschen zuvor schon zum Mittagessen. Und jetzt haben wir uns noch, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie die Samen da heißen. Auf jeden Fall eine Portion für mich und eins für die Elena. Auch noch eine kleine Portion für mich, weil so einen großen Hunger habe ich nicht. Und sie trinkt gerade Orangensaft. Blauton jetzt unten aufgetan und ein Grünton oben und ihr habt gesehen, wie das zum Schluss ausgeschaut hat, weil ich einfach unterschätzt habe, wie die Farben pigmentiert sind und
Und ja, jetzt ist ewig viel Zeit vergangen, ich glaube eine Stunde. Und weil die Emily war jetzt munter. Ich habe es wahrscheinlich hier mitgekriegt, dass sie munter geworden ist währenddessen. Und ja, jetzt versuche ich mich trotzdem schon schnell fertig zu schminken. Ich habe jetzt heute den Dötzern wieder rausgeholt, weil ich mir gedacht habe, mit denen kann ich jetzt viel falsch machen. Jetzt werde ich die da wieder abputzen. Ich habe jetzt nämlich nur die da. Ich so gerne den ausprobieren wollte, weil den habe ich mir das letzte Mal bestellt. So, die Base habe ich schon aufgetan. Im Endeffekt benutze ich eben meistens die Brauntöne bei dieser Palette. Die ist auch schon uralt. Man sieht, da ist gar mal was oben. Das ist von Summer Club. Ich weiß nicht. Muss wirklich lang her sein, weil ich habe die einmal mit im Urlaub gehabt, wo ich noch in Kärnten gewohnt habe, bevor ich nach Wien gezogen bin. Also, ja, das muss schon lang her sein. So. Aber ich finde den Schimmer von der Farbe so schön. Siehst du das? Das schimmert sehr schön. Hinten ist noch die ganze Wäsche, was ich eigentlich hätte machen nicht sollen, aber wenn die Kinder nicht anlassen, dann waschiert man halt auf den nächsten Tag. Ist ja auch kein Problem. Ich kriege sowieso sehr selten Besuch. Und ins Badezimmer kommt sowieso keiner rein eigentlich. Ja, zum Auftragen für die ganze Partie, da ist es sehr angenehm. Jetzt benutze ich den da natürlich wieder, um die dunkle Farbe aufzutragen. Das muss jetzt ziemlich schnell gehen, weil so viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Und, oh. Sie ist schon wieder aufgewacht. Sie hat sich verschluckt anscheinend. Jetzt habe ich sie husten gehört, bin ich schon umgelaufen. Doch nichts mehr herrichten und schminken können, weil mir hätte nichts herrichten und schminken können. Na? Na? Möchtest du das nicht? Möchtest du das nicht? Mäuschen, die muss ja auch schon müde sein, die ist jetzt schon sehr lang munter. Jetzt habe ich gedacht, sie ist eingeschlafen. Nein. Was hast du da so rum? Darf man jetzt anbleiben, während sie sich schminkt? Ja. Mal schauen, ob ich noch fertig wäre. Im Endeffekt wollen wir nur noch den Baum von daher hauen und das war's dann. Das ist eigentlich wirklich nicht das, was ich schminken wollte. Aber manchmal geht's nicht anders.
Jetzt ist wenigstens die Emily so halbwegs eingeschlafen. Und mit einem Hand-Make-up auftragen kann ich gar nicht. Weil ich würde gerne die Pickel da unten überdecken. Gut, ich werde jetzt einmal schauen, ob ich die Emily ins Bett kriege oder nicht. Und wie lange die Ella noch schlaft. Und währenddessen, wenn die Ella noch schlaft und die kleine Emily ins Bett kriegt, dann werde ich endlich mein Pumpe abkochen einmal. Waschen habe ich sie schon, jetzt war ich sie nur am Abkochen. Also ich habe sie nur mit Wasser ausgespült. Jetzt werde ich sie richtig schön abkochen und dann hoffe ich, dass ich heute diesen Stamm benutzen kann, bevor ich ins Bett gehe, weil meine Brüste sind immer sehr voll. Ich weiß nicht, die Elena hat sie immer sehr leer getrunken oder eigentlich ganz leer und so richtig ausgesaugt. Und ja, die Emily macht das nicht, trinkt da nie so viel, sie tut eigentlich genauso viel, wie sie braucht und kommt halt dafür alle 3 Stunden. Und die Elena ist halt die ganze Zeit in der Brust krank und am Abend, also in der Nacht, hat sie dafür aber sofort durchgeschlafen. Am ersten Tag noch nicht, aber dann am zweiten Tag hat sie schon durchgeschlafen. Jo. Gut. Am Abend und einen schönen Abend euch noch und ja, bis dahin, für euch.